willkommen zu einem neuen Game. Dieses Game heißt Nothing Special, nichts Besonderes. Und ihr seht schon zerbrochene Handys. Es geht um eine Frau, die wir daten, die ein bisschen gestört ist und Psycho wird. Und wie das Ganze ausgeht, weiß ich nicht. Es ist aber eine sehr, sehr tolle Story, wurde mir sehr empfohlen. Deswegen freue ich mich und freue mich, dass ihr hier seid. Meine Community sagt euch wieder extrem süß Hallo. Falls ihr also auch mal live dabei sein wollt, kommt auf www.twitch.tv/nun-live vorbei. Würde mich sehr freuen. Und empfehlt mir gerne weitere Games, die in diese Richtung gehen. Oder generell coole Story-Games. Muss auch nicht 8 oder 10 Stunden gehen. Kann auch ein kurzes sein. Bin ich immer offen für und habe Lust. Und ja, über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Wir haben jetzt bald die 400.000 geknackt auf dem Zweitkanal. Es freut mich sehr. So, ich würde sagen, wir starten und let's go. Kalt. Kalt, so kalt. Ich genieße es gerade sehr, dass ich bestimmen kann, ob das Game weitergeht oder nicht. Wie lange kann mein Körper das noch mitmachen? Es ist kalt. Details are cutting into my skin. Also ach so, bin ich gerade fest. Also ich bin festgebunden und das Seil oder was auch immer schneidet gerade in mein Fleisch. Der Schmerz wird nicht besser mit der Zeit. Es ist immer wieder das gleiche Reiben. Was war dieses Geräusch? Fußschritte. Mir bekannte Fußschritte. Das Geräusch von Lederstiefeln, die in den Schlamm einsinken. Es fühlt sich so an, als wäre sie zurück. Ich weiß nicht, ob ich mich erleichtert oder fühlen soll oder Angst haben soll. Aber was soll's? Alles, auf was ich mich jetzt konzentrieren kann, ist der Schmerz. Ah, du bist also wieder wach. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn ich zu dir komme, schläfst du. Ich bin überrascht, dass du es schaffst, so oft zu schlafen. Sieht sehr unbequem dort unten aus. Aber ich glaube, du hast nichts Besseres zu tun, als das zu tun. Oh Gott, es gibt nichts, was ich tun kann, damit sie mich losbinden. Zu legen. Was ist das für ein Geruch? Das ist ja schrecklich. Sag mir nicht, du... Oh nein. War das denn wirklich so dringend? Du konntest nicht warten, bis ich zurückkomme? Ich weiß, es ist jetzt eine Weile gewesen, aber... Ich mache das ja nicht mit Absicht, weißt du? Um jetzt irgendwelche Suchhunde... To attract search dogs or something. Aber sie will halt quasi nicht, dass nach mir gesucht wird und mich jemand findet. Nein, nein. Das würdest du nicht machen. Okay, also legen wir fest. Wir sind irgendwo draußen festgebunden, weil sie uns festgebunden hat und festhält. Okay. Interessant. So, ein leuchtendes, helles Licht trifft mich. Es kommt von ihrem Rücken. Oh, eine Taschenlampe vielleicht? Hat sie jemanden mitgebracht? Es kann nicht sein, dass jemand anders da ist als sie. No. We'll have to clean. Also jetzt müssen wir alles sauber machen. Es wird jetzt sehr schwierig sein, dass ich mich um dich sorge. Ich bin eigentlich keine gute Babysitterin. Du machst es wirklich schwer für mich. Aber nun gut. Lass uns das mal hier alles wegmachen. Oh Gott, jetzt wird die mich auch noch ausziehen, und weil ich mich eingepinkelt habe. Ich habe gerade so richtig attract, anziehen, locken. Genau, ich fühle mich zu jemandem attracted. Also ich habe gerade so ein bisschen Sims-Flashbacks. Ich nehme einen tiefen Atmer ein, also ich atme tief ein, als sie quasi, as she rips that thing off my jaw, als sie das Ding von meinem Kiefer oder meinem Jaw halt wegnimmt. So, okay, jetzt kann ich wieder reden. Okay, endlich, sie hat mir die Mundbinde weggenommen. Ach, ist die Luft nicht schön? Ist sie? Ich. Ach, kalte Schulter, hm?
I said it's something better than the crying, we're making progress. Ich hab doch gesagt, es ist besser. Wir machen also einen Fortschritt. Du heust nicht mehr wegen jedem Scheiß rum. Today we skip the usual course. I have a big surprise. Heute werden wir den gewöhnlichen Ablauf etwas ändern. Ich habe heute eine große Überraschung für dich. Ich habe beschlossen, ich lasse dich hier noch etwas länger, als ich es geplant habe. Aber das Leben ist eben sehr anstrengend, weißt du? Als ein Erwachsener habe ich sehr viel Verantwortung. Ich kann nicht nur zu Hause rumsitzen und den ganzen Tag zeichnen. Es ist hier draußen sehr hart für uns normale Menschen. Ich mag die Zeichenart, erinnert mich auch voll. Glücklicherweise haben sich meine Lebensqualitäten oder Bedingungen geändert. Also rate mal. Du kannst mit mir nach Hause kommen. Oh mein Gott! Es wird trocken sein und warm. Und das ist nicht alles. Meine Aufmerksamkeit wird zu 100% dir gehören. Jeden Tag. Wie für immer und ewig. Ist das nicht wunderbar? I'm sure, ich bin mir sicher, du freust dich schon ziemlich, von hier wegzukommen. Bin ich ihr Haus? Ist das wirklich besser als hier im Wald? Da ist es leichter, dass Leute mich finden im Wald. Ist es nicht so? Erkennst du, ich kann nicht sagen, dass ich die Idee hasse. Ich sterbe hier draußen, wenn ich hier noch länger bleibe. Übrigens, fühlst du noch irgendwie Schmerzen? Macht wohl Witze. Ich mache sie jetzt aber nicht sauer. Ich antworte einfach mal normal. Ich sag jetzt, alles tut mir weh. Ich kann meine Füße nicht mehr fühlen. Oh, das ist nicht gut. Es muss sehr kalt hier draußen sein. Lass uns mal sehen, ob sie drin wärmer werden. Ich kann dir ein paar Schmerzmittel geben. Ey, so eine Psychopathin. Also ist es ja eigentlich schon fast, die ist ja eigentlich fast wie so ein Stalker, oder? So ein Stalker, die uns jetzt festhält und mit uns zusammen ist und uns versteckt heimlich. So. Okay. Schmerzmittel werden aber nicht diese Zip-Tees entfernen. Was ist ein Zip-Tees? Diese Zip-Tees entfernen. Eigentlich ist sie ja eine Yandere, ne? Sie ist ja schon eine Yandere. Also klar, sie ist eigentlich ein Stalker und ein Psycho, die uns festhält. Aber sie verhält sich wahrscheinlich wie eine Yandere, ne? Und sobald es eine neue geben wird, die sich für uns entscheiden würde, würde sie die wahrscheinlich auch umbringen. Also, interessant. Aber die Story fängt geil an, weil wir fangen jetzt an dem Punkt an, an dem wir schon entführt sind und erfahren jetzt alles Weitere, wie das passieren konnte. Vielleicht sind wir ja auch der Psycho, wir wissen es ja nicht. So. Keine Sorge, das wird schon besser werden. Halt einfach noch ein bisschen länger durch. Zip-Tees sind, glaube ich, die Plastikdinger, mit denen man Leute halt auch fesseln kann. Ah, okay, die sind, oh Gott, schrecklich. Kabelbinder, Zip-Tees, okay. It must only be mild frostbite. Es müsste nur eine milde Erfrierung sein. Also, das wird von alleine heilen. Wer redet jetzt über meine Füße? Ich glaube, sie hört nur das, was sie hören will. Ach, du bist so glücklich. Denk dran. Sei froh, dass sich noch kein Tier gefressen hat. Hahaha, mach nur einen Spaß. Ich glaube, sie essen Menschen nicht, wenn sie am Leben sind. Außer Ratten vielleicht, ich weiß es nicht. Jedenfalls, zieh das hier an. Aus Sicherheitsgründen. She waves a blindfold in front of my face before putting it on tightly. Okay, also sie macht quasi, verdeckt jetzt meine Augen, damit wir wahrscheinlich nicht sehen, wo sie wohnt. So. I know, last time has been... Ich weiß, das letzte Mal war sehr, sehr schwierig mit mir zu reisen. Und ich entschuldige mich für die blauen Flecken. Aber ich habe... But I got some help. Aber dieses Mal habe ich ein bisschen Hilfe. Alles wird besser laufen. Hilfe? Also doch eine andere Person. Ich bin von zwei Psychopathen gefangen genommen worden. Wie komme ich nur hier raus und überlebe das? Naja, wir werden's sehen. Wir sehen uns dann in einem anderen Raum. Sei lieb, okay? Okay, es gibt... No, there's no use in resisting. Es bringt nichts, sich zu wehren. Sie grabbed me by the collar of my jackets. And, also sie hebt mich quasi hier am Kragen hoch, meiner Jacke, und zieht mich durch den Schlamm. Es tut sehr weh. Wir stoppen und ich höre eine Autotür, die öffnet. Eine andere Person, ihre Fußschritte kommen auf mich zu. Beide nehmen mich und schieben mich quasi auf den Rücksitz. Die Tür schließt und wir fangen an zu fahren. Die Fahrt ist sehr lang.
und ich sitze leise. Ich sage nichts, nicht ein einziges Wort. Ich versuche zu schlafen, aber es ist unmöglich, weil ich diese Angst habe. Was sich wie viele Stunden anfühlt, es fühlt sich wie viele Stunden an und endlich hält das Auto an. Wir sind angekommen. Die Tür öffnet und sie tragen mich raus. Sie sind viel vorsichtiger, als sie das letzte Mal waren. Ich höre eine Tür, die sich öffnet und ich kann fühlen und can feel them carrying me. Und sie ziehen mich quasi die Treppen hoch. So, und anschließend lassen sie mich auf den Boden fallen, wie eine Mülltüte. So viel zum Thema, sie sind vorsichtig. Naja, maybe they just had to stay. Vielleicht mussten sie draußen noch einfach nur leise sein, waren deswegen so nett zu mir. Heißt das also, hier sind mehrere Leute in der Gegend? Das könnte eigentlich sogar meine Möglichkeit erhöhen, zu überleben. I can hear her whisper thanks to the other person before she comes in and shuts in. Ich höre sie leise sagen Dankeschön zur anderen Person, bevor sie die Tür zumacht. Okay. She removes my blindfold. Sie lässt mich ohne irgendetwas zurück. Ah. Die rote Wand gibt mir die Illusion, als wäre ich in der Hölle. Es tut sich aber herausstellen, dass wir einfach nur in einem normal aussehenden Raum sind. Nicht, was ich eigentlich von einem Kidnapper erwartet hätte. Ein Keller. Hätte mehr gepasst. Meine Aufmerksamkeit richtet sich wieder zu ihr. Hallo wieder, willkommen in meinem Raum. Ah, ganz allein in meinem Raum, ich bin so froh. Sieht schön aus, oder nicht? Ich habe alles für dich geputzt. Vielleicht hätte ich das machen sollen, nachdem du gekommen bist. Du stinkst einfach nur unfassbar schlimm. Ich werde es also kein zweites Mal putzen. Nimm es einfach alle, genieße die Aussicht, kein Stress. Ich bringe dir etwas Essen. Und danach werden wir dich waschen und werden dafür sorgen, dass dir warm ist. Versuch nichts anzustellen, während ich weg bin. Ernsthaft. Sie geht und schließt die Tür hinter sich. Das ist nicht schlecht. Niemand wird mich hier finden. Das ist schlecht. Niemand wird mich hier finden. Ich bin gefesselt. Auch wenn ich es nicht wäre, könnte ich überhaupt rennen oder gehen? Meine Füße sind immer noch in sehr schlechten, sind immer noch unter, also sind halt noch mega in der schlechten, im schlechten Zustand. Kann ich überhaupt noch irgendetwas tun? Kann ich überhaupt etwas tun, als hier nur rumzuschauen? Aber wir gucken uns jetzt mal ein bisschen um. So. Es muss früh morgen sein. Aber was für ein Tag heute ist. Der Tag im Wald have been bleeding together. Also blending together. Also quasi, er weiß nicht mehr, welcher Tag ist, weil er weiß nicht, wie lange er im Wald war. So. Es ist meine Zeichnung. Sie hat meine Zeichnungen ausgedruckt. Oder seine Kunst. Ich fühle quasi, wie mir die Gänsehaut die Wirbelsäule runterläuft. Das muss ja bedeuten, sie weiß von mir online. Ich hatte keine Ahnung. Ich kann noch ein bisschen mehr rumschauen. Sieht so aus, als wäre hier noch einiges anderes Interessantes. So, she didn't even lock. Sie hat die Tür nicht mehr zugesperrt. Ist sie so sicher, dass ich nicht mehr abhauen kann? Sie spielt mit mir. Hey, das Spiel ist echt geil, es gefällt mir. Es gefällt mir sehr gut. So, oh. Ein PC. I've seen enough. Ich habe genug gesehen. Sie kennt mich also online. Sieht aus, als wäre sie eine Art Stalker. Das ist sehr schlimm. Ich nehme an, es war einfach eine random Situation. Ich glaube, es macht jetzt mehr Sinn. Ich habe überhaupt keinen Kontakt mit meiner Familie schon so lange gehabt. They have a bit of money, but not. Sie haben ein bisschen Geld, aber nicht so viel. Und wer weiß, if they even wasted to. Oh, wer weiß, ob sie das Geld überhaupt verwenden würden, um mich zu retten. Also, ich habe auch keine gute Connection für zu Hause. Warum dann ich? Ist es, weil ich ein Artist bin? Also, überlegt gerade. Wurde ich gekidnappt, weil meine Familie viel Geld hat? Nee, kann nicht sein. Wurde ich gekidnappt wegen meiner Kunst? Hab noch nie gehört, dass sowas passiert ist. Es gibt so viele Künstler, die besser sind als ich.
Also warum gerade ich? Ich muss hier raus. Wer weiß, wozu sie noch imstande ist. Oh Gott, bin ich gerade erschrocken. Ich bin zurück. Ich wollte dir dein Lieblingsessen bringen für heute. But things got in between, aber es sind Dinge dazwischen gekommen. Gerade auch Geld. Der Kühlschrank ist komplett leer. Du musst sehr hungrig sein. Ich werde dich füttern. As usual, wie gewöhnlich. Lass uns das mal wegnehmen. Sie hat quasi mir den Mund vom Mund weggenommen. So, was wird passieren, wenn ich schreie? Das Risiko ist zu hoch. So, Zeit für dein Essen. Ich habe keinen Löffel dieses Mal. Ich habe ihn vergessen. Sie hat also nicht mal Besteck hier. Ich kann es nicht glauben. Ich hoffe, das ist okay. Meine Hände sind aber sauber. Oh Gott, es füttert die mich auch noch mit ihren Händen. Und du bist sowieso schmutzig. Also ist es auch egal. So. Well, it matters a little bit since I had to clean the mess. Naja, ein bisschen ist es schon wichtig, seitdem ich so viel aufgeräumt habe. Also, lass uns vorsichtig sein. Ich hasse Putzen. Ich weiß, es ist komisch, aus der Hand eines anderen zu essen. Vor allem, aber du wirst dich doch nicht vor mir ekeln, oder? Was plant sie genau? Naja. If you have no objections. Also, du hast also sowieso keine andere Wahl. Sag. Ah! Eat oder refuse? Oh nein, Leute. Ich werde nicht. Oh, ich weiß nicht. Also, ich bin immer der Meinung, dass es am schlauesten ist, einfach mitzumachen, um irgendwann die Möglichkeit zu finden, zu entkommen. Wenn ich jetzt refuse, ist sie eh nur sauer und wir kriegen Stress. Deswegen würde ich jetzt einfach mal essen. Ich habe ja eh Hunger. Ich muss essen, um mich zu stärken, meine Wunden zu heilen. Ich habe keine Wahl. Also, ich muss essen. Ich öffne widerspenstig meinen Mund. Also. Oh, gutes Ding. Hier, so schmeckt's doch. Beiß nicht in meine Finger, klar? Ich werde dir das nicht verzeihen. Ihre Finger abbeißen? Was soll das heißen? Mumpf! Ihre Finger gehen in meinen Mund. Zusammen mit dem Oatmeal, also mit dem Haferschleim. Sie benutzt vier Finger, um es mir in den Mund zu schieben. Warum benutzt sie ihre Hand und schiebt sie mir in den Mund? Ii. She wipes the food on my tongue, but keeps her fingers inside. Ii. Ii. Sie quasi wischt das Essen auf meine Zunge. Sie legt es auf meine Zunge, aber lässt ihre Finger drinnen. I'm completely taken aback by the strange pose we're in. Also ich bin einfach nur komplett verwirrt bei der komischen Pose, in der wir uns gerade befinden. Did you know that over 6 billion Bakterien. Oh Gott, weißt du, dass über 6 Billionen Bakterien in deinem Maul leben? Dein Mund meine ich, meiner auch natürlich. Sie fängt an, in meinem Mund mit zu fühlen. Going over my tongue. Sie geht mit ihren Fingern über meine Zunge, meinen Mund. I, das Geräusch. It doesn't seem like she's searching for something. Es sieht so aus, würde sie nach nichts suchen, nach nichts Spezifischen suchen. Es sieht eher so aus, als würde sie nur das Essen herumrühren. I, ist das ekelhaft. Ich verstehe es nicht. Is she drugging? Is sie. Is she drugging me? Also, gibt sie mir Drogen? Ist das irgendwie was Perverses? Das ist eine gute Frage, ne? Es ist ein bisschen ekelhaft. Aber es ist mir egal. Jemand muss ja auf dich Acht geben. Ah, kann dieses Geschleime mal aufhören? Das ist ja fürchterlich. Is she trying to get reaction out of me? Versucht sie irgendwie eine Reaktion von mir zu bekommen? Ich kann ihren Ausdruck nicht lesen. Sie nimmt ihre Finger auf meinen Mund. Sie nimmt endlich ihre Finger aus meinem Mund. Ugh. The food is smeared all over my gums and tongue. Also das Essen ist überall verteilt. Überall, etwas an der Essenstextur ist seltsam. Hier, nimm noch einen Löffel. Bist du hungrig, richtig? Warte, was ist das? Da ist das etwas, was sich in meinem Mund bewegt. Keep eating, spit it out. Ih, da ist was in meinem Mund drin. Wie eklig. Soll ich es ausspotzen oder drin lassen? Es ist ekelhaft.
Raus damit. Okay, spit it out. Ohne zu zögern, spucke ich es aus. Niemals! Ihh, das sind überall Maden! Das sind so viele von ihnen, verschiedenen Größen, und sie wiggeln rum. Oh, ich hatte das in meinem Mund. Ich hatte das alles in meinem Mund. Ih, ekelhaft. Was tun sie? Ich fühle sie immer noch, wie sie rumtingeln. Sind da noch mehr? Krabbeln sie immer noch irgendwo herum? Ich spuckte nochmal. Ich versuchte, sie alle rauszubekommen. Und nochmal. Aber sie gehen nicht weg. Wie viele können davon drin sein? Das reicht. Jesus, ekelhaft. Ich sehe Brawlhair Hand. Ich sehe, dass sie ihre Hand in eine Faust ändert. Und sie liftet ihren Arm. Sie macht quasi die Faust und erhebt ihre Hand. Oh, sie hat mir reingehauen. Fuck. Sie hat mich richtig hart gepuncht. Oh, mein Kiefer tut mir weh. Und ich habe auf jeden Fall stechende Kopfschmerzen. That dizziness makes it hard to focus. Also ich bin jetzt quasi benommen. Die Benommenheit macht es schwer für mich zu fokussieren, was passiert ist. Ach, I'm sorry. Ich wollte wirklich nicht. Ach, es tut mir so leid. Aber ich bin sehr sauer über Leute, die Essen verschwenden. Naja, du hast ja nur einen zähen Zahn verloren. Schau auf den Boden. Oh, da ist ein Zahn von mir. Plötzlich schmecke ich Blut. Und es tropft mir aus dem Mund. Na, der Schmerz wird gleich weggehen. Ich habe dich nicht so hart geschlagen. Nächstes Mal wirst du zuhören. Es ist nicht so hart. Du hast es dir selbst zuzuschreiben. Alter, sie ist wirklich sehr gefährlich. Ich möchte das nicht nochmal machen. Tut mir leid, okay? Ach, Moment. Sie geht ein paar Tücher holen von einem Tisch und bringt sie zu mir. So, mach den Mund nochmal auf. Nein. Nervös mache ich den Mund auf. Slightly flinching when I watch her. Und ich schaue sie vorsichtig an, als sie ihre Hände in meinen Mund schiebt. Sie schaut in meinen Mund und sie tut quasi das Papier an die Seite, wo ich meinen Zahn verloren habe, reinschieben. So, halt das nur ein bisschen dort, dann wird die Blutung aufhören. Ich werde noch ein bisschen Eis später drauflegen. Ich werde das hier mal alles aufräumen. So, lass uns mal dich ins Bad, in das Badezimmer bringen. Dieser Geruch ist einfach schrecklich. Sie zieht mich ins Badezimmer. So. Es ist nicht das schönste Badezimmer, aber immerhin ist es sauberer als dein Raum. Der Schmerz pulsiert immer noch in meinem Kopf. Oh, das kann ich mir voll vorstellen. Ihr merkt es ja, wenn ihr irgendwo Schmerzen habt, wie es dann pocht, ne? Das helle Licht im Badezimmer schmerzt meine Augen. Das kalte Wasser. Das Wasser ist kalt. Aber das Wasser ist kalt. Ich werde noch ein bisschen heißeres Wasser hineinfügen. So, ein kleiner Raum für zwei Leute. Aber wir müssen damit klarkommen. Oh, ein Fenster. Die Sonne steigt auf. Es ist sehr schwer zu glauben. It's hard to believe there are ordinary people walking outside this building. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dort gewöhnliche Leute draußen auf der Straße rumlaufen. An einem Haus von einem Kidnapper vorbeizulaufen, ohne zu wissen, was drinnen vor sich geht. Die Frage stelle ich mir ganz arg oft, ne? Was so ist, was so hinter Wänden passiert, wer wo in welchen Keller eingesperrt ist, wir wissen es vielleicht nicht, ne? So, nobody I've walked past some places like this time. Okay. So, I read very hot water is bad for frostbite. Ich habe gelesen, sehr heißes Wasser ist eigentlich schlecht für Erfrierungen. Es sollte also so genügen. Wir sollten nicht mehr aus deinen stinkenden Klamotten bringen. So, neue Klamotten hört sich nicht so schlecht an. Ich möchte aber eigentlich nicht, dass sie mich auszieht. Es wird jetzt ein bisschen schwierig werden. So, meine Augen öffnen sich, als ich sehe, als sie ihr Messer rausnimmt. Was hat sie damit vor? Keine Sorge, ich werde es nicht an dir verwenden. Ich versuche nur, deine Klamotten aufzuschneiden, damit ich dich... ach so, und dass sie quasi die Zip-Ties wegmacht, also die
Die Dinger um meine Arme. Es muss richtig wehtun, ne? Warum möchte sie mich quasi, why does she want me tied up so badly? Warum will sie quasi, dass ich so fest gefesselt bin? She could just threaten me. Sie könnte mich einfach nur mit ihrer Waffe schon alleine so beängstigen, dass ich mich eh nicht wehren würde. Ich brauche einen Bart, aber soll ich sie das wirklich machen lassen? Nein. As she crouches down to get a grip on me, als sie sich nach unten beugt, um nach mir zu greifen, thrashing myself around to the best of my ability. I start thrashing myself around to the best of my. Versuche ich quasi mich selbst zu wehren. Ich weiß nicht, was thrashing around heißt. I barely have any strength. Ich habe kaum irgendwelche Kraft. She seems to stop her attempt and stands up. Also sie hört auf damit und steht auf. I kept on thrashing and slowly get out of breath. Also sie erwehrt sich und komme ganz schnell außer Atem. Das Adrenalin hält nicht lang an. And all my exhaustions kicks in again. Und meine ganze Erschöpfung kommt wieder zurück. Meine Bewegungen werden langsamer und ich schaue sie an. Bist du jetzt fertig? Unterwerfen und so. Okay. I wheeze and give up. Okay, er hört quasi auf. My body immediately goes limp again. Also sein Körper wird schon wieder richtig taub und schwach. Ach, ich nehme an, du willst wirklich diese Klamotten anlassen. Das macht die Dinge wirklich sehr schwierig, aber ich glaube, damit kann ich umgehen. So, als erstes Mal werden wir dich baden. Ich glaube, das spart Zeit. Auch wenn es sehr uneffizient ist oder ungewöhnlich. Nächstes Mal, you can just ask me instead of. Genau, nächstes Mal kannst du mich einfach darum bitten oder fragen, anstatt dich wie eine Schlange zu bewegen. So. Ich nehme jetzt erstmal deine Schuhe. Ich ziehe jetzt erstmal deine Schuhe aus. Also mach das bitte nicht wieder. So, rein mit dir in die Badewanne jetzt. Ah, es fühlt sich so heiß an. So, naja, wir werden jetzt erstmal, I finally get rid of the stench. Also von der Maulsperre oder was ist ein Stench? Ist es nicht, wenn ich meine Arme verbunden habe? Aren't you happy to be in a warm tub? Bist du nicht froh, in einer warmen Wanne zu sein? Ah, okay, ich bin endlich weg von dem Gestank. We'll let you soak in there for a bit. Wir lassen dich hier mal ein bisschen drin, damit das Wasser, also dich da quasi das Wasser einsaugen lassen, soaking in etwas eintunken. Damit du ein bisschen warm wirst, okay. You know, I get that you aren't feeling great right now. Ich habe das Gefühl, dass du dich nicht gut fühlst im Moment. So lange im Wald gewesen zu sein, muss echt scheiße gewesen sein. Naja, das Leben ist halt tough. She's talking like she isn't the cause of. Sie tut so, als wäre sie nicht der Grund für meine Misere, aber wirklich. I had an awful. Ich hatte eine schlechte Woche. Genauso wie du. Mein Stresslevel ist also genauso hoch wie deiner. Und dann muss ich auch noch auf dich Acht geben. Sie hat einfach keine Empathie für sowas. Warum höre ich überhaupt noch zu, wie sie rummurmelt? Das Letzte, was du tun solltest, ist, dass es mir noch schwieriger machst. I mean, I get it. You're tied. Ich meine, ich verstehe es. Du bist gefangen und alles. Aber ich denke, es ist unproportional verteilt, so viel, wie wir einander geben. Ich habe mich echt viel um dich gekümmert und ich habe viel gemacht. Ich komme fast jeden Tag, um dich zu füttern und dich zu waschen. Also meint sie, dass ich mich scheiße verhalte, weil sie so viel für die Beziehung macht? Und alles, was du tust, du benimmst dich wie ein großes Baby. Es ist meine Schuld, denke ich. Ich hätte meinen Standard etwas niedriger halten sollen und meine Erwartungen. Ich werde das jetzt ändern. Ich werde dich jetzt so behandeln, wie du mich behandelt hast. Mal sehen, wie du das findest. Ey, das ist so eine kranke Tante. Das ist also so schrecklich. Ha. Das sollte das Letzte sein, für das du dich entschuldigen musst. Wie auch immer. Was bringt es jetzt schon noch? Nichts. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir sollten über etwas anderes reden. Ich frage mich gerade, hast du einen Partner? Was? Du siehst so verwirrt aus. Ist das wirklich so eine komische Frage für dich? Ich glaube, das ist nicht etwas, was du offen zu hören bekommst. Ich habe keine Idee, was ihre Intentionen sind.
She should know I have. Sie sollte wissen, dass ich keinen Partner habe, wenn sie mich stalkt. Ich weiß, es ist ein komisches Thema, aber ich weiß. Aber ich war nur neugierig. Ich konnte nichts darüber finden, deswegen dachte ich, frage ich einfach mal. Es ist so schwer, weißt du? Diese Online-Beziehungen und all das. Glaub es oder nicht. Ich war auch in einer Beziehung. Aber eigentlich war es keine richtige. Einfach nur flutende Interaktionen. Romantische Fehler und romantische Missgeschicke und Fehler. Ich war bis jetzt sehr unglücklich und also ich hatte halt bis jetzt kein Glück in Beziehungen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Auch wenn ich mir so viel Mühe gegeben habe, jemanden zu finden, habe ich immer wieder versagt. Naja. Lass uns jetzt mal deine Dusche beenden. Es sollte jetzt warm genug sein. Das ist alles. She's not going to make some passive-aggressive comment. Ach, das ist alles? Sie macht also kein passiv-aggressives Kommentar? Was war überhaupt der Punkt der Frage? Ich denke, sie hat sonst niemanden, mit dem sie reden kann. So. Hindrance, but we should still be able to get it done. Okay, die SIPTs, also die Kabelbinder sind, was ist ein Hindrance? But we should still be able to get it done. Also, keine Ahnung. Die jetzt noch hin sind oder ob die noch funktionieren. So, voll das krasse Game. Ich find's auch richtig, richtig geil, weil es mal so eine andere Seite, ein Hindernis. Ah, okay, also die SIPTs sind immer noch ein Hindernis, aber sie glaubt, das kriegen wir schon noch hin ohne. So. Ich muss dich jetzt erstmal sauber machen. Also mach jetzt nicht so viel Stress. So, wenn du nicht so komisch damit umgehen würdest, wäre es für mich auch nicht seltsam. Ich lasse sie quasi damit, ich lasse sie es beenden, mich zu waschen. Das ist erniedrigend. Fertig. Du bist jetzt sauber, denke ich. So. Deine Klamotten machen es aber trotzdem sehr schwer für mich. Sie haben das Wasser komplett braun gefärbt, seine quasi Klamotten. Ich glaube, das waren nicht die Klamotten, Mann. Ich muss jetzt die Badewanne auch noch sauber machen. Ich habe neue Klamotten für dich. Sie sind ziemlich groß, aber ich glaube, sie werden dir gut passen. Wie sollen wir die nur ankriegen? Ich habe, glaube ich, keine andere Wahl, als dich zu entfesseln. Ich glaube, du bist sehr glücklich, das zu hören. Aber ich glaube nicht, dass du versuchen würdest, etwas Dummes zu tun. Sie nimmt das Messer und macht quasi endlich die Kabelbinder weg. Relief washes over me. Also Erleichterung fällt mir ab. Als ich endlich mal wieder mich relaxen konnte. Oh, das glaube ich. Du hast einige blaue Flecken. Aber es ist nichts Schlimmes. Hier sind die Klamotten. Beeil dich und zieh dich um. Die Klamotten, die sie mir gegeben haben, sind sehr groß, in einer sehr großen Größe. Sieht so aus, wären die für Männer gemacht. Aber sind das wirklich ihre? Sie wartet mit mir mit einem Messer in der Hand. Ich glaube nicht, dass ich... don't think I'm a threat in my condition, but who knows what she's thinking. Also ich glaube nicht, dass ich eine Bedrohung bin in dem Zustand, in dem ich mich momentan befinde, aber wer weiß, was sie denkt. Standing probably isn't a good idea with frostbitten feet. Also ich kann nicht mal gerade stehen mit meinen Erfrierungen an den Füßen. Mit Schwierigkeiten habe ich es geschafft, mich umzuziehen, während ich in der Badewanne sitze. Ach super, endlich. Lass uns zurück zum Schlafzimmer gehen. Du kannst nicht laufen, hä? Das ist aber echt ein Problem. Ich glaube, ich will... Ach, wie wär's mit Krabbeln? Oh Gott, das ist erbärmlich. Als wenn es nicht schon demütigend genug gewesen wäre, macht es ja auch noch Spaß, in diesem Power-Trip mich jetzt krabbeln zu lassen. Komm schon, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Zögernd drücke ich mich raus aus der Badewanne und fang an, die Tür auf allen Vieren rauszukrabbeln. Ah, sorry, aber das ist so lächerlich. Es ist wie passend. Oh, so wie du dich wie ein Baby verhältst, so kriegst du jetzt auch. Ich ignoriere ihre Beleidigung und gehe einfach in meinen Raum. Sie folgt mir. Oh Gott, das ist erbärmlich. Das ist ja richtig schrecklich. Geh in das Bett, bitte. Ich gehe jetzt endlich in das Bett. Ich befolge ihre Befehle und ziehe mich selber ins Bett rüber. Ich fühle mich nicht gut, aber es ist immerhin ein Bett. Wenn ich nicht in einem Raum wäre,
wenn ich, also es wäre schön, jetzt im Bett zu sein, wenn ich nicht in einem Raum wäre mit einem mental kaputten Kidnapper. Sie setzt sich quasi auf den Gamingstuhl gegenüber von mir. Ich bin mir sicher, du hast bereits wahrgenommen, dass ich, but as you can see, I'm a big fan. Ah, ich weiß, du hast es sicherlich schon gesehen, aber wie du weißt, bin ich ein großer Fan von deiner Kunst. Ich habe alle dein Merch gekauft. Ich kenne alle deine Charakter. Ich habe einen Google Drive mit all deinen Zeichnungen gemacht. Ich habe every Stream... Oh, ich habe jeden Stream, den du gemacht hast, geschaut. Oh mein Gott, ich habe alles, was du gepostet hast, gespeichert. Nicht nur das, siehst du? I have to admit, ich war schon immer ein Fan von dir. Ach du Scheiße, das ist ein Fangirl. Du kannst deine Arbeit, you can't separate the work from the creator. Du kannst die Arbeit nicht vom Creator trennen. Das ist immerhin meine Meinung. Du bist die Arbeit. Ich weiß das, weil du bist alles. I know this because I know everything about you. Ich weiß das, weil ich alles über dich weiß. Ah, okay, weil ich halt als... Ja, okay, sie meint halt, ich streame live, ich mache dort meine Kunst, aber währenddessen Livestream erzähle ich so viel privat von mir, dass sie sagt, die Kunst und die Arbeit kann man nicht trennen und ich bin für sie die Kunst geworden und sie weiß ja alles von mir jetzt, weil ich bin ja die Arbeit, ich habe quasi Arbeit mit meinem echten Leben vermischt. So, I know where, ich weiß, wo deine Eltern zur Schule gegangen sind, ich weiß, wo die ganzen Adressen deiner Freunde und ich weiß, was du zum Schlafen trägst. Ich weiß deine Likes und deine Dislikes. Ich weiß deine politische Ideologie. Ich weiß deine Ziele und deine inneren Probleme. Also konnte ich sehen, wie ähnlich unsere Charaktere uns sind. Aber es fühlte sich irgendwie falsch an. Also es fühlte sich an, als hätte ich eine rosarote Brille an, als ich mich zu deinem Charakter so nah gefühlt habe und zu deiner Arbeit. Aber das bin ich. Ich habe einen Crush auf dich. Und nur um dich das wissen zu lassen, deine Information war sehr leicht, alles über dich war sehr leicht rauszufinden. Ich habe das nicht aus bösem Willen oder Hass gemacht. Nein, ich habe das aus Admiration, wenn ich etwas admire, Bewunderung gemacht. Ich bewundere dich so tief. Ich fühlt sich an, als wärst du Gott. Ein Gott, der mir... A God who gave me a shred of... Ein Gott, der mir etwas Aufmerksamkeit gegeben hat. Und ich glaube, das hat dafür gesorgt, dass ich mich in dich verliebt habe. Diese Meinung hat sich geändert. I guess God my sense. Ich habe quasi mein Bewusstsein zurückbekommen, als du im Wald lagst. Ich habe dieses Problem. Ich bin sehr impulsiv. Die Flamme der Leidenschaft verlischt so schnell. But it just means I'm getting closer to my goal. Aber das bedeutet nur, dass ich näher an mein Ziel komme. Trial or end arrow. This is the price I'm willing to pay. Das ist quasi der Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Ich versuche nicht zu lügen. Ich lüge nicht, wenn ich... It brought me a lot of pain. Ich lüge nicht, wenn ich sage, dass es mir sehr viel Schmerz gebracht hat. Aber mit dem Schmerz kommt die Stärke. Ich muss an das jetzt immer denken. Es kommen einige Probleme auf mich zu mit dieser Eigenschaft. Wie auch immer. I will preserve as usual. I don't even know what to... Ich weiß nicht mehr, was ich denken soll. Was wird's jetzt mit mir tun? Naja. Ich wollte etwas anschauen. She goes to the corner of the room. Sie geht zu der Ecke in einem Raum und holt eine Plastikbox raus. Es sieht aus, als wäre es mit Laptops und iPhones gefüllt. Oh mein Gott, die hat schon mehrere entführt. Bestimmt. Sie nimmt einen Laptop raus, schaut ihn näher an und ich realisiere, schau mal, was ich hier habe. Dein Laptop. Oh mein Gott. Also immer, wenn sie bekommt, was sie hat, verliert sie das Interesse dran, ne? Es stoppt auf, weil ich bin an deinem Haus vorbeigegangen die letzte Nacht und habe, als ich dich im Wald gelassen habe. Luckily you... Ach, glücklicherweise hattest du deine Schlüssel mit dir. I couldn't look at it. Ich konnte es jetzt noch nicht durchschauen. Passwort geschützt.
Oh Gott, I could find it out myself. Ich könnte es ja selber rausfinden, aber warum, wenn ich einfach dich fragen kann? Also wäre ich sehr nett, wenn du mir helfen würdest. Oh Gott, wie mein Passwort. Spare yourself the dilemma. Hier ist der Deal. Also, hier ist der Deal. Sag mir das Passwort oder stirb. Ach du Scheiße. Werde ich jetzt hier sterben? Oh Gott, it's Luna Moon. It's Luna Moon, ich sag dir es sogar. Wow, easy, danke. Übrigens, warum hast du den Namen Luna für deine Persona benutzt? Ich mag die Nacht. Interessant. Ich hätte nichts Tieferes erwarten können. Das Leben ist kein Film, weißt du? Es ist, it's on, it's, oh, es geht. Es ist so, also der Laptop geht an, ich bin so aufgeregt. Bin so gespannt, was ich dort finden werde. Schöner Hintergrund. Nicht deine Kunst? Ach, seltsam. Ich habe etwas anderes erwartet. Ach, wonach schaue ich als erstes? Vielleicht in deine Ordner? Oh, das ist aber ein bisschen unorganisiert, Herr. Warum tust du alle deine Bilder in einen Ordner packen? Das sind alles deine Zeichnungen. With gibberish file names, mit komischen Ordnernamen. Ach, schrecklich für meine Augen. Es sind aber einige Zeichnungen, die ich noch nie zuvor gesehen habe. Ich denke, du kannst jetzt ja dieses ganze Zeug nicht mehr posten. I guess you can't post stuff that doesn't please your target audience. That's a sad way to live. Ach so, ich glaube, du kannst nichts posten, was nicht deine allgemeine Community anspricht. Das ist aber wirklich traurige Art zu leben. Also ich poste immer nur das, was die Community sehen möchte. Surprisingly, I can find any NSVS. Überraschenderweise kann ich keine. Was ist denn NSFSW? Was ist denn das? Ich dachte, du wärst mehr als ein bisschen mehr degeneriert. Was ist denn das? Not safe for work. Ah, also meint die Schmuddelsachen. Oh, maybe you're hiding it in some... Also, oder du versteckst es irgendwo anders. Kein Glück für mich. Hier ist ein kleiner Fun-Fact. Es ist sehr einfach rauszufinden, was dein Typ ist, wenn ich deine Zeichnungen so anschaue. Du magst also starke, dominante, gottgleiche Frauen. Hehehe. Ich habe also schon mal den starken Part. Vielleicht, maybe you'd be into me if circumstances were any different. Vielleicht würdest du sogar mich toll finden, wenn die Umstände anders wären. Macht nur noch Spaß. Wie auch immer. Genug für damit jetzt. Ich kann da später noch ein bisschen mehr durchsuchen. Es gibt viel interessantere Dinge für mich zu sehen. Deine Nachrichten. Oh Gott. Oh, schau mal da. Das ist schon eine Weile her. Concerned friends maybe? Ängstliche Freunde vielleicht? Oder besorgte Freunde. Nope. Nur deine Kunden. Tut mir leid. Oh. Wo ist mein Chat? Hast du ihn gelöscht? Oh, Moment. Da ist er. Hier am Boden. Ganz unten. Why do you add every client to your private message? Warum addest du eigentlich jeden Kunden zu deiner privaten Message? Die E-Mail existiert. Das, so bekommst du Stalker, weißt du? Oh Gott. Reading my messages feels strange. Meine eigenen Nachrichten zu lesen ist ja seltsam. Aber du wusstest wahrscheinlich nicht, dass ich es war. Also sie hat mich quasi als Kundin angeschrieben. Ich habe also schon mit ihr geschrieben. Also kannte ich sie doch. Oh je. Ach, mal schauen. Take a look. So. Sly Silent Fox heißt sie. It's the beginning of our conversation. Hello. Hope you have... Hallo. Ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich deine Kunst sehr schön finde. Ich konnte niemals so schön malen wie du. Hast du noch quasi, are you commissions open? Also nimmst du noch Anträge an? Hey, danke. Commissions, also ich nehme gerade momentan keine Anträge an. Danke schön, dass du Interesse hast. Oh, okay. Kann ich dich als Freund adden? Do you want to join? Möchtest du meinen Gruppenchat folgen? I'd love to have you there. Ich würde es toll finden, dich hier zu haben. Ich schlucke. It feels like, ich fühle sich an, als würde sich mein Magen zu einem Knoten bilden. Haha, ich war so glücklich, als du geantwortet hast. Das ließ mich so warm und toll fühlen.
Du warst also wirklich überrascht, wie süß ich bin. Also, nur damit du es weißt. You don't act like that. So wie jetzt reagierst du nicht in real life. You're actually really sassy. Are you doing it because cuteness sells? That must be. Bist du so, weil du glaubst, dass die Nettigkeit sich gut verkauft? Das muss der Grund sein. Also sie sagt quasi, ich bin ja gar nicht so, wie ich war, als ich mit ihr geschrieben habe. Das mache ich ja nur, weil sie es gut verkauft. So naiv. Ich glaube, einige von den Leuten denken, dass du ihr Freund bist, aber ich habe dich zuerst gefunden. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, dass ich dich so schnell aufgegeben habe. Naja, ich kann das nicht mehr. I'm too easily swayed. I need to move on. Swayed. Gewichtet. Ich bin viel zu leicht gewichtet. Ich glaube, ich muss weitergehen. Hey. Ich werde etwas Schlimmes tun. Oh mein Gott. First. Als erstes, dein Account, Social Media. Ich werde ihn löschen. Ich würde wünschen mir, ich könnte sagen, es ist, weil ich da, because I wanted to get rid of evidence, weil ich gerne die Beweise verschwinden lassen möchte. Die Polizei soll glauben, dass du weggelaufen bist. Irgendwie logisch. Aber so ist es nicht. Oh Gott, die will mich jetzt umbringen. Ich möchte dich löschen. I can't stand you people sitting on your high horse with all the power. Ich mag euch Leute nicht, die auf ihren Pferden sitzen mit ihrer Power. Also sie hasst also eigentlich. Aber ich hab doch nur... Also sie behauptet quasi, ich bin arrogant. I'm just a peasant to you. And yet look at our situation. You are defenseless and powerless. Also sie steigert sich da halt gerade komplett rein, ne? Also sie sagt, ich bin einfach nur ein Bauer für dich. Und jetzt schau uns an. Du bist so wehrlos und hast keine Power mehr. Glaub mir. Ich hasse das hier jetzt auch. Naja. That's the button right here. Naja, das ist der Mausklick gereicht hier. Und weg ist dein Account. Boah. Wer interessiert sich schon für meinen Account? Sie ist einfach nur verrückt. Sie hat den Laptop. She puts the laptop down and walks. Also sie legt quasi den Laptop runter und kommt zu mir. Hält vor mir an. Ach, deine ganze harte Arbeit ist weg. Tut weh, stimmt's? Oder vielleicht auch nicht? Du kannst einfach Leute fragen, dass sie dir einen neuen Account machen, dir wieder folgen. Die haben ja immer noch deine, die haben dich ja immer noch in ihrer Erinnerung. Aber weißt du, wonach du nicht fragen kannst? Oh Gott, bevor I realized what happened, bevor ich bemerkt habe, was passiert. She lounged at me and tackled me under the bed. Okay, sie nimmt mich und tackelt mich unter das Bett. Runter. A sharp pain pulsates through my abdomen. Oh mein Gott, die bringt mich gerade um. Aber warum? Das ist so sinnlos. I fight back with everything. Ich habe zurückgekämpft mit allem, was ich konnte. Und ich habe versucht, sie von mir loszukriegen. Oh, sie lässt von mir los. She lets go of me by herself and rips the knife she stabbed me with out of my torso. Oh, sie hat mir in den Oberkörper gestochen. Das Blut tropft runter. Ich trete zurück. Sie beobachtet mich, wie ich quasi in Schmerzen gröle und versuche, meine Blutung zu stoppen. Oh, geh weg von mir! Ich bin bereits weg von dir. Ich werde dich nicht nochmal abstechen. Wenn du deinen Maul hältst. Ihr Typen kotzt mich echt einfach nur an, wenn ihr anfängt zu schreien. Ugh. Das Blut ist einfach überall. Mein Herz rast. Soll ich sie attackieren? Soll ich schreien? Was kann ich tun? Ich werde ihr sterben. Ich werde ihr einfach sterben. Was willst du von mir? Nichts eigentlich. Ach, ich werde dich umbringen. Oh ja. Und wie willst du das machen? I have to lounge at her. I know she has a knife, but I don't care. It's the only thing. Also ich muss quasi sie angreifen. Ich weiß, sie hat ein Messer, aber es ist egal. Es ist die einzige Chance zu überleben. Ich bin mit Adrenalin gefüllt und ich springe auf das Bett.
Ich bemerke, dass meine Füße nicht mehr so mit mir mitmachen, weil ich habe ja Erfrierungen. Sie sind taub und sie schmeißen mich out, also aus der Balance. Bevor ich das weiß, falle ich auf den Boden. Ich versuche ihren Fuß, Knöchel oder ihre Hand, weiß ich gerade nicht, ihr Enkel, zu packen, als ich falle, in der Hoffnung, dass ich sie mit runterziehen kann. Sie zieht den Arm weg und kickt, dreht mich weg. Ach, schade. Oh Gott. Ich versuche sie weiterhin zu greifen, aber sie hat etwas Neues in der Hand. Eine Waffe! Oh Gott. She pulls something. Sie holt etwas aus der Schublade. Meine Augen fokussieren es und es ist eine Waffe. Sie zeigt auf mein Gesicht. Hey, weißt du was? You really like, you know that I think about it. Weißt du, was mir gefällt und was ich gerade denken musste? Du bist eine sehr langweilige Person. Ich glaube, Leute werden sich nicht lange an dich erinnern. Tut mir leid, aber du bist nichts. Und weißt du, was ich eigentlich von deiner Arbeit halte? Es... Oh Gott, hat sie mich erschossen. Scheiße. Ich hätte speichern können. Oh fuck. Bad end. Nothing special. Es hat besseres Ende gegeben. Yi Kai Miske Falken hat das gute Ende und da fängt hier die Konversation an. Da sagt sie, lass uns zusammen uns hinlegen. Und sie heißt Olivia. Sie hat uns also jetzt auch das erste Mal ihren Namen verraten. So, lass uns zusammen hinlegen. Okay. Sie nimmt mich zum Bett und wir legen uns zusammen hin. Sei ruhig. Ich muss mich beruhigen und meinen Atem entspannen. Ich kann ihr Herzrasen fühlen. Okay, krass. Oh Gott. Es ist eine Weile her, seit ich in diesem Bett war. Oh, ich hoffe, es hilft dir, dich warm zu machen. Wann war das letzte Mal, dass du mit jemandem zusammen ein Bett gelegen hast? Ich glaube, das war sehr lang, sagt sie. Oh Gott. Es ist schon eine Weile her für mich. Ich wünschte, ich könnte so für immer bleiben. Not have any problems. Ich hätte keine Probleme und keine Sorgen. Ach, du bist immer noch so kalt. Es ist so, so toll hier. Oh ja, sie riecht an mir. Ich hab's so vermisst. Es ist nicht fair. No matter, was auch immer ich tue. Nichts funktioniert für mich. Nichts, aber auch wirklich nichts. Ich glaube, ich werde verrückt. Ich habe das Gefühl, ich bin in einer Zeitloop, also in einem Time Loop, in einem immer wieder sich wiederholenden Zeitfenster. Die Erinnerungen gehen niemals zurück. Die Zeit heilt nichts. Ich versuche es so hart wie niemand anders. Aber es zahlt sich niemals aus, meint sie. Sniff. Und jetzt? Jedes Mal, egal wie hart ich es versucht habe. Was hast du versucht? Habe ich mein komplettes Leben aufgegeben für alles. Und hat sich nie ausgezahlt, es wurde nie gewertschätzt. Ich wurde wie Müll behandelt. So gruselig. Aber das ist ihr Verlust, nicht meiner. Und sie haben niemals meine Nettigkeit verdient. Warum habe ich meine Zeit überhaupt mit jemandem verschwendet? Das ist so erbärmlich, mit so jemandem. Aber ich habe gelernt, ich habe so viel gelernt. Dinge, die ich niemals davor wusste. Also es ist okay. Ich bin die beste Version von mir selbst. Dankeschön, dass du mir diese Erfahrung gegeben hast. Ich bin jetzt viel offener, als ich soll. Ich bin viel zu offen. Viel mehr offener, als ich sein sollte. Da sind wir eigentlich noch nicht an diesem Punkt. Du hast mich schon gewaschen, Mann. Sorry about dumping this off. Tut mir leid, dass ich dich mit dem allem vorlaber. Du weißt ja eigentlich gar nichts über mich. Things are hard for me, so you must forgive me for not always being composed. Ach, Dinge sind sehr hart für mich. Du musst verstehen, dass es für mich sehr schwierig ist. Ich habe noch nicht alles verarbeitet. Ich. Oh Gott, was ist mit der los?
Ist ja gruselig, einfach nur, ey. My thoughts are racing. Meine Gedanken rasen. Es hat sich, fühlt sich an, als hätte die Zeit aufgehört zu ticken und zu gehen. Was? Das Messer ist in hier. Was ist denn eigentlich ein Abdomen? Bauch. Das Messer ist in ihrem Bauch. Ich kann... Ich spüre, wie tief es drin ist. Ich habe Angst. Aber ich könnte hier sterben. Ach so, sie hält es an ihren Bauch. Sie hält es in ihrem Bauch. Ich habe nichts... Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas getroffen habe. Ach, ich habe sie abgestochen. Ich weiß nicht, ob ich irgendetwas Wichtiges getroffen habe. Sie ist immer noch im Schock. Wie viele Sekunden sind bereits rum? Ach, ich habe ihr es reingerammt, während sie sich mir geöffnet hat. Boah, krass. Oh, oh mein Gott. Unterleib, okay, Unterleib. She's trying to suppress a scream while trying to get a grip. Also sie versucht quasi einen Schrei rauszuschreien, während sie versucht, das Messer zu greifen. Aber ich kann nicht dafür, ich kann nicht zulassen, dass das passiert. I quickly slide out of her, also ich bin quasi von ihrem Griff weggegangen und habe sie nochmal erstochen. Dieses Mal habe ich höher gezielt. It seems to slide off the grip cage and only penetrates the skin and muscles. Also es ist quasi nicht durch die Haut, sondern ist einfach nur an der Haut und den Muskeln hängen geblieben. Ich fühle mich angeekelt, aber ich kann nicht aufhören. Ich darf nicht zögern. Das ist mein Leben oder ihrs. Ich muss sie umbringen. Okay, krass. Oh. Sie versucht, mit mir zu wresteln, also sich zu kämpfen. With all she has and is holding onto on my arm. Also sie versucht quasi, sich komplett zu wehren, aber sie schafft es nicht. The ribcage was a bad idea. I only know one other place that will kill her for sure. Also es war dumm, sie an den Rippen zu versuchen umzubringen, aber er kennt einen anderen Bereich im Körper, wo er auf jeden Fall weiß, was sie sofort umbringen wird. Okay. But I have to get her to loosen her grip. Also ich muss quasi dafür sorgen, dass sie das Messer loslässt. Sie ist so stark, sich sonst zu befreien. Verdammt. Okay. So, mit meinem rechten Daumen drücke ich ihr linkes Auge ein. She swiftly uses her other hand to get... Sie versucht, ihre andere Hand zu benutzen, um mich aus ihrem Gesicht zu bekommen. Was mir erlaubt, dass ich mich über sie drüber rolle. Also jetzt bin ich auf ihr drauf. This distraction isn't enough to make her let go of the knife, though. Das bringt sie trotzdem nicht dazu, das Messer loszulassen. Now she has a grip on both. Jetzt hat sie quasi beide meine Arme fest. Oh Gott. Okay, es gibt nur noch eine Position, die ich versuchen kann. Mit allem, was ich habe, knall ich meinen Kopf gegen ihr Gesicht, um auf ihre Nase zu kommen. Oh Gott, als unsere Bones zusammen kollidieren, unsere Knochen zusammenknallen, fühlte ich einen Schmerz durch meinen Kopf gehen. Schrecklich. Ah! Ich bin mir nicht sicher, ob ich es geschafft habe, ihr irgendwas zu brechen, aber ich merke, dass sie ihren Griff löst und sie schreit vor Schmerzen. Oh, das ist ja grausig. Ich benutze diese Gelegenheit, um meinen Arm aus ihrem Griff zu nehmen. Mein Leben hängt jetzt von diesem einen Stich ab. Wenn ich das vermassel, werde ich sterben. So, with every ounce of strength, also mit allen letzten Kraft, die ich habe, habe ich sie nochmal angegriffen. Oh. Ich fühlte alles. Ich fühlte das Messer, wie es in ihre Hautschichten eindringen. Und jede Hautschicht war mehr resistent als die andere. Oh. Okay, in den Nacken. Ah, wir haben den Nacken reingestochen. Ah, wie widerlich. Wir haben das Messer in den Nacken reingestochen. Oh, es ist fürchterlich. Das war's. Not the part I was trying off,
Bot als der, also es war nicht der Teil, den ich treffen wollte, aber es hat funktioniert. Es war irgendwas Lebenswichtiges. Sie hört auf, sich zu wehren. Das Messer steckt immer weiter tief in ihren Nacken drin. Sie starrt mich an, leblos. Ihr Griff ist immer noch fest, aber jetzt zeigt sie keine andere Bewegung mehr. Gaggel. Oh, schrecklich. Ihr Mund füllt sich mit Blut. Das ist immer ein Zeichen, dass du entweder gerade bei Schüssen einen Schuss in die Lunge bekommen hast und deswegen das Blut in die Lunge geht und du daran erstickst. Oder in dem Fall einfach, ja, fürchterlich. Ja, genau, das sagt sie ja auch gerade. Es füllt sich mit Blut. Ihre Lungen sind quasi voll damit. Deswegen kommt es jetzt oben raus. Boah, fürchterlich. Es ist sehr schade zu sehen, wie ein Körper dagegen kämpft, am Leben zu bleiben. Ich finde es gut, dass wir das Bad Ending hatten. Ich schaue runter auf meine Wunden und merke, dass ich ganz schön viel Blut aus mir rauskommt. Ah, bei ihr. Es ist alles über ihrer Chest. Ach, bei ihr. Er guckt quasi bei ihr runter und sieht, dass ganz schön viel Blut rüberkommt. Es ist überall auf ihrer Brust und auf mir. Es ist sehr warm. Soll ich das Messer rausziehen? Auf einmal höre ich etwas. Scheiße, scheiße, jemand kommt die Treppen runter. Ach stimmt, die war ja nicht allein. Ich habe vergessen, dass noch eine Person da ist. Was mache ich jetzt? Sind die Freunde, richtig? Hm, vielleicht haben sie eine Waffe. Vielleicht muss ich mich selbst beschützen. Ich war, ich frage mich, wie wichtig die Person, wie nahe ihr die Person steht. Bin ich überhaupt in der Lage, mich zu... Carefully, vorsichtig nehme ich das Messer raus. Leaving a stream of blood to flow down her torso. Und quasi ein weiterer Fluss Blut geht runter, läuft an ihrem Körper runter, unter das Bett. Ich nehme sie in eine Position, dass sie vor mir sitzt. Damit ihr Körper sie ihn vor Schüssen quasi. Wenn, falls die Person ihn abknallt, ist die jetzt vor mir, damit sie trifft. Falls sie einen hohen Kaliber benutzen, dann werden sie durch sie durchschießen, nicht richtig, nicht wahr? Also wahrscheinlich werden sie sowieso erschießen oder durchschießen, wenn sie wissen, dass sie eh schon tot ist. Aber sie, they are standing in front on the door, probably waiting. Ah, okay, sie warten vor der Tür und warten, dass sie irgendeine Meldung von ihr bekommen. Also sie klopfen an die Tür und sie meldet sich jetzt aber nicht. Es ist die Polizei. I lift up the knife und ich nehme das Messer hoch und bringe es an ihren Hals. Ach so, dass sie so tut, als würde sie quasi jetzt als Geisel nehmen. Meine Hände sind sehr blutig, also kann ich quasi so tun, als können hätte ich sie nicht erstochen. Ah, okay. Er tut jetzt so, als würde sie noch leben, als würde er quasi sagen, ich steche sie ab. Ihre Brust bewegt sich immer noch. Wie lange braucht es eigentlich, bis jemand stirbt von sowas? Ist sie immer noch am Leben? Bekommt sie mit, was gerade passiert? Oh, die Tür klatscht auf und ein Mann mit einer Waffe, die auf mich gerichtet ist, kommt rein. Oh, scheiße. Okay, seine Erscheinung, also er sieht sehr erschrocken aus, als er sie sieht. Was? Was hast du getan? Sie ist immer noch am Leben. Nimm die Waffe runter oder ich töte sie, sage ich. Der Mann steht emotionslos vor mir und hält immer noch seine Gun, also seine Waffe auf uns. Er starrt sie an. Ich hab gesagt, nimm die Waffe runter. Reluctantly, okay, also er nimmt quasi die Waffe runter und legt sie auf den Boden. Okay. He must have seen her muscles. Spasms. Ah, er hat ihre Muskelzuckungen gesehen. Das ist gut. Sehr gut. Also denkt er, sie lebt noch. Wag es nicht, sie anzufassen. Hör mal zu. Sie ist gerade in Ohnmacht. Wegen dem Blutverlust. Sie wird sterben, sag ich ihm.
Wenn du sie am Leben behalten möchtest, rufst du jetzt sofort den Krankenwagen. Jetzt sofort. Er steht auf. Das ist das Matter of, das ist der wichtigste Moment überhaupt. You have to get her. Du musst sie jetzt sofort ins Krankenhaus bringen. Scheiße, sagt er. Finally, er nimmt sein Handy raus und ruft quasi an. Oh, endlich. Hallo? Wir brauchen sofort einen Krankenwagen hier, sofort. Meine Freundin wurde erstochen. Sie blutet stark. 4208 Diane Street. Sie liegt oben an den Treppen. Sie wird sterben. Also er legt auf, während die Konversation ist. Und er schaut quasi und läuft nervös durch den Raum. Fuck, verdammt, Olivia. Wie konntest du das nur passieren lassen? Wir sind doch bereits schon unter Verdacht. Warum? Warum jetzt? Du hast alles kaputt gemacht. Er nimmt seine Waffe hoch. Mein Herz fängt an zu schlagen. Ich gehe. Du wartest hier, bis der Krankenwagen kommt. Und wenn sie stirbt, dann werde ich kommen und dich daran erinnern und dich umbringen. Oh, geil. Bevor ich überhaupt etwas sagen kann, stürmt er aus der Tür raus, runter die Treppen. Eine Erleichterung kommt über mich. Ist es jetzt vorbei? Ist es wirklich vorbei? Ist es hier wirklich vorbei? Wie kann ich immer noch am Leben sein? Sollte ich Angst haben vor seiner Drohung? Sollte ich versuchen, ihre Blutung zu stoppen? Das wird nichts bringen. Sie ist schon tot. Das komplette Bett ist mit Blut getränkt. Und fließt den Boden runter. Vielleicht sieht es besser aus, als würde es so aussehen, als würde ich mich um sie kümmern, gerade wenn es ums Gefängnis geht. Ich werde wahrscheinlich für einen Mord angeklagt, aber naja. I can bring myself to care right now. Ich muss mich jetzt auf jeden Fall um mich selber kümmern. Ich bin nur einfach nur glücklich, dass ich das hier überlebt habe und entkommen bin. Ich liege hier. Ich weiß nicht wie lang. Minuten, Stunden? Wer weiß es. Vielleicht... ich höre Sirenen draußen. Das müssen sie sein. Wir haben überlebt, Leute. Ja, das war also dann das gute Ende. Finde ich aber eigentlich auch nicht so gut. Ich hätte es besser gefunden, wenn sie einfach nur verhaftet worden wäre und er sie nicht umgebracht hätte. Es war schon sehr grausam. Aber ja, krasse Story, krasse mitpackende Details. Echt krass. Ich liebe solche Games. Ich hätte es nicht gedacht früher, dass ich solche Games liebe. Weil ich mochte so 2D- oder Texte lesen Games nicht. Aber da ist teilweise so viel Spannung drin. Deswegen, wenn ihr weitere Games von dieser Art kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Die spielen wir gerne durch. Und lasst gerne ein Abo da und einen Kommentar, wie ihr das Game fandet. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich und sage wie immer, raus!